Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Two Point Hospital am Themeless Tuesday. Leider ist die letzte Folge verloren gegangen, als ich dieses neue Hospital erbaut habe. Aber es ist nicht viel passiert. Wir haben immer neue Station, Psychiatrie, Apotheke, eine Aufnahme, ein Arztzimmer und einen Wartebereich gebaut. Wir brauchen auch aktuell ein Pausenzimmer. Oh, das werde ich hier hinlegen. So, damit unsere Mitarbeiter auch mal eine Pause machen können. Dann noch ein Sesselchen. Ein Getränkeautomat. Ein Snackautomat. Ein Abfalleimer. Ein Feuerlöscher und dann gibt es hier noch den Trinkbrunnen. Wow, ihr werdet es nicht für möglich halten, liebe Bücherregal. Hörer. Ein Baum ist gestern Nacht in meinen Wintergarten gekracht. Aber wozu in der Vergangenheit leben? Jetzt ist es eben ein richtiger Garten. Und um das zu feiern, kommt hier ein netter Song für euch. Okay. Ja. Es ist im Wintergarten gekracht, aber er ist gute Dinge. Okay, Pausenzimmer steht. Und Topfereizimmer, okay. Wow, hier geht es ab. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Wir können das auch nicht erweitern. Das wird echt schwierig. Denn aktuell brauchen wir auch noch das Weiterbildungszimmer. Okay. Wie groß muss es sein? 4x4. Ja, Wahnsinn. Boah. Aktuell ist das hier das Schwierigste. Nee. Wir können hier kein 4x4 Zimmer bauen. Wir können höchstens die Aufnahme verschieben. Das hier nochmal verschieben. Mal ganz kurz hier hin verschieben. Und dann könnten wir hier ein 4x4 Zimmer machen. Wow. Das wird echt eng hier. Das war in den anderen Hospitals nicht der Fall. Haben wir hier noch die Yucca-Palme und ein Poster und dann reicht das auch hier. Das Weiterbildungszimmer und wir brauchen auch noch wahrscheinlich später eine Entleuchtungsklinik und wir brauchen hier noch mal einen Arzt. Gut, ich hätte das hier, aber oh. Toilette, weiß ich nicht, ob das auch noch kommt. Entleuchtungsklinik. Wie groß? Die muss 3x3 sein. 3x3. Okay, hier bekommen wir eins unter. Wenn Sie nach einem Produkt suchen, um Ihre Haare zu waschen, möchten wir von Nur ein Sie bitten, unser Shampoo in Erwägung Könntet zu ziehen. Könntet ihr bitte? Nur ein Shampoo. Es reinigt ihr... Okay. Im Falle eines Erdbebens, so. Bitte halten Sie still.
Qui, eine Entleuchtungsklinik. Hier brauchten wir auch einen Arzt himself. Und wir hätten hier das Zimmer. Das hätten wir auch einfach. Ja. Okay. Das Einzige, das wir jetzt noch nicht haben, ist das Weiterbildungszimmer und Toiletten haben wir auch noch nicht. Toiletten müssen 3x2 sein. Uiuiui. Und ein Weiterbildungszimmer muss 3x3 sein. Bei den anderen hatten wir so viel Platz. Ich habe hier ehrlich gesagt gar nicht so richtig geguckt. Und dann... ja, war es zu spät. Geht hier überhaupt nicht. Hier geht's, aber dann... aber dann ist halt das Problem, dass hier kein Gang ist. Ich werde jetzt mal ganz kurz hier eine Bank hinstellen und hier noch eine Bank. Dass die Leute zumindest sitzen können. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Es ist hier wieder kein Arzt drin. Gut. Sollte das hier mal lesen. Sondermeldung. Sehr gut, wir haben ausreichend viele Patienten der Gruppe geheilt. Sehr schön. Befund der Begutachtung. Herr Chopsworth hat uns nach seinem kürzlichen Besuch einen Bericht geschickt. Gute Arbeit. Weiterbildung benötigt. Ja, ich weiß. Beförderung. Wir befördern. Und Zirkustherapie benötigt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Narzissmus. Eine Krankheit, die wahnwitzige Aktionen und allgemeines Herumalbern hervorruft. Entlaufenen Clowns muss der Humor restlos ausgetrieben werden, um Rückfälle zu vermeiden. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das folgende Zimmer benötigt. Zirkustherapie. Oh. Wir können kein Zimmer mehr bauen. Ich kann das nicht machen. Ach, wir können... dieses ist frei. Wir müssen dieses... ich brauche dieses Grundstück. Hätte ich das mal eher gesehen. 14 Tage. Gleich. Bitte gleich. Noch ganz kurz. Ich weiß ja nicht, wie es ihnen geht, aber Todesfälle sind deprimierend. Ich weiß nicht. Ja. Der Deluxe-Entleuchter. Jetzt ist hier schon wieder kein Arzt. Ich habe gerade einen da reingeschickt. Was ist hier nur los mit den Ärzten? Kann er nicht tausende Ärzte einstellen? Hm. Ach, die brauchen eine Psychiatrieausbildung. Ja, ich kann hier Ärzte einstellen ohne Ende, aber das bringt nichts, wenn ich keinen habe mit einer Psychiatrieausbildung. Okay, langsam wird das echt eng hier. Gut, wir machen jetzt das Zimmer mit der Weiterbildung. Unbedingt ganz schnell. Rednerpult. Hier hin. Lehrlingstisch. 1, 2, 3. Aktenschrank. Abfalleimer. Feuerlöscher. Jo. Eine Trinkbrunnen hier rein.
und einen Süßigkeitsspender. Und dorthin noch ein Bücherregal. Weiß nicht, ob noch eine Yucca-Palme Platz hat. Ja. Und das ist tolle Bild. Passt perfekt. Das nehmen wir. Oh, Weiterbildung. Um eine Weiterbildung zu starten, klicke auf das Rednerpult oder setze einen geeigneten Mitarbeiter im Zimmer ab. Mitarbeiter werden um Weiterbildung bitten, wenn sie bereit sind. Wähle auf dem Weiterbildungsbildschirm die Qualifikationen aus, die deine Mitarbeiter lernen sollen. Weise einen Ausbilder zu und wähle schließlich aus, wer die Weiterbildung besuchen soll. Klicke auf das Startfeld, wenn du bereit bist. Du kannst entweder einen eigenen Mitarbeiter mit den nötigen Qualifikationen als Ausbilder wählen oder gegen Gebühr einen Gastausbilder anheuern. Okay. Okay. Psychiatrie. Verfügbarer Ausbilder. Ah ja, auf jeden Fall ein Gastausbilder. Teilnehmer. Assistenzarzt, Arzt, Kurs starten. Ihr nehmt da teil. Aus Fee, Amen. So. Entschuldigung. Oh, ja. Zirkustherapie freischalten. Okay, das müssen wir erst weiterbilden. Dann ja, ich habe gerade eine Weiterbildung gemacht. Also wir haben, oh Gott, wir brauchen auf jeden Fall noch mal eine Arztpraxis. Dafür kein Weg dran vorbei. Ja. Logisch, logisch. Also, mit dem Level, oder was heißt mit den verschiedenen Krankenhäusern, tatsächlich auch immer anspruchsvoller. Am Anfang ging das eigentlich ziemlich, ja, es ging so dahin. Aber es war nicht sehr schwierig, aber im Moment, ja, immer mit der Ruhe, Leute. Es geht nicht so schnell. Was haben wir hier noch? Kardiologie. Die haben wir noch nicht. Allgemeine Diagnose haben wir auch noch nicht. So, hierhin. Das und das. Heute wurde ein Bericht veröffentlicht, demzufolge Two Point County über die beste medizinische Abdeckung im ganzen Land verfügt. Und obwohl die Autoren nicht ihre Hand dafür ins Feuer legen möchten, was in den Hilotology Camps vor sich geht, sind sie ziemlich sicher, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht. Für mich ist das mehr als Auszeichnung. Arzt des Jahres. Ja. Krankenpflege des Jahres. Yeah. Auch unsere. Ein aufsteigender Stern. Geht auch an uns. Arbeitgeber des Jahres. Geht an. Ja, auch an uns. Keine Todesfälle, geht mit Sicherheit wieder nicht an uns. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Bestes Lehrkrankenhaus kann auch noch nicht an uns gehen, da wir aktuell noch nichts gelehrt haben. Dann der Patientenpreis. Oh, das ist auch immer so eine Sache. Ja. Und das Krankenhaus mit höchstem Prestige.
Geht auch nicht an uns. Na gut. 4. Immerhin. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Zirkustherapie. Ja gut, wir haben jetzt allgemeine Diagnose. Wir haben noch keine Toilette. Ja. Und vor allem, was wir auch brauchen, ist nochmal ein Hausmeister. So. Handtrockner, Abfalleimer. Dann halt hier rüber. Feuerlöscher fertig. Dann machen wir einen anderen Kurs. Und zwar. Haben das hier gar nicht mit der Zirkus irgendwas. Es ist aber jetzt komisch, wir haben hier kein Psychiatrie. Jetzt ist es da. War aber vorher nicht da. War ziemlich sicher. So. Zirkus. Depriminator, Feuerlöscher, ein Trinkbrunnen, Süßigkeitenspender daneben, eine Yucca-Palme, so alles passt. Gut. Für die Zirkustherapie wird ein Krankenpfleger benötigt. Ein Krankenpfleger natürlich. Hier also kein Arzt. Gut. Wir brauchen hier noch ein paar Bänke auf jeden Fall. Und auch hier. So. Das müsste ja mal reichen. Hier ist Ricky Hawthorne auf Radio 2Point. Könnt ihr euch das vorstellen? Der alte Henry Jobsworth, unser örtlicher Gesundheits- und Sicherheitsinspektor, droht damit, den Bockmistelhof zu schließen. Anscheinend ist der Hof mit Kühen, Schweinen und Hühnern verseucht. Immer weiter so, Henry. Hier, ihr dürft emotionale Intelligenz lernen. Chefärztin, sehr gut, wir haben den Wunsch erfüllt. Keine Todesfälle, Beförderung, wir befördern dich, Weiterbildung benötigt. Okay, das müssen wir später noch machen. Okay. Sieht doch allgemein nicht schlecht aus. Psychiatrie. Wo sind unsere ganzen Ärzte? Wo ist unsere Ace? Geht. Genau, die gehen jetzt lernen. Unsere Zoe darf da rein. Und hier hin. So, jetzt aber. 6 Leute hier. Oh, okay. Jetzt ist eine Ärztin da. Zusätzliche Ärzte. Ihr wisst, wie viele Ärzte ich mittlerweile habe. Ja, ich weiß, das sind 2 gerade auf Lehrgang. Aber
Es muss damals sein. Achtung, wir bitten alle Besucher, leiser zu sprechen. Ja, aber wirklich. Macht mal leiser. Ein qualifizierter Hausmeister zur Geisterentsorgung, bitte. Apropos Hausmeister. Wir brauchen noch mal einen. So. Gut. Beförderung, wir befördern dich. Das machen wir später. Ja, ansonsten bin ich eigentlich ziemlich zufrieden hier. Er geht in Pause. Das heißt, wir stellen hier noch mal einen ein, der ihn ablösen kann. Gut. Und dann würde ich sagen, war's das erstmal mit der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann.